Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr bemerkt habt, nehme ich euch jetzt immer öfters mit. Also im Dezember habe ich auch vor, alle 2 Tage einen Vlog hochzuladen. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Wenn nicht alle 3 Tage, wäre richtig, richtig cool. Ich überlege mir da was. So eine Christmas Edition. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch was zeigen. Die Taufe ist vorbei. Es war so ein wunderschöner Tag. Ich habe mir zwar blauen Himmel und Sonnenschein gewünscht, das hatten wir nicht. Aber es war trotzdem richtig, richtig schön. Und ja, die Blumendeko, die steht jetzt hier. Katrin bekommt noch ein Gesteck und meine Mom bekommt noch ein Gesteck. Die haben noch keins und ansonsten habe ich den Rest verteilt. Und die sehen noch richtig gut aus. Richtig schön. Ich dachte, ich zeige euch die Geschenke von der Taufe, die Malia bekommen hat, damit ihr auch ein paar Inspirationen habt. Also einmal gab es ein wunderschönes Dreirad. Banwood oder Banwood heißt die Marke. Richtig, richtig süß mit dem Körbchen. Da kann sie dann ihr Kuscheltier reinmachen und losdüsen. Und da kann man auch tatsächlich schieben. Also richtig schön. Dann hat die Marion das selbst gemacht. Sie ist Kindergärtnerin. Das sind Fläschchen, die sind mit Heißklebepistole festgeklebt. Da kann nichts passieren und da kann sich Malia austoben. Richtig schön und alles auch farblich angepasst. Also es macht mir sogar selber Spaß, die Dinger zu schütteln und zu beobachten und begutachten. Richtig, richtig toll. Und dann gab es noch, ja, das kennt man, so ein Würfelsystem, wo man einordnen muss, was wo reinkommt. Aber das kann Malia noch nicht. Ich meine, die Kinder können das, glaube ich, schon in dem Alter. Malia kann es noch nicht. Und das sieht auch so wunderschön aus. So richtig herbstlich, richtig schön. Dann von der Tante Katrin einmal ein Polaroid-Bild und dieses wunderschön eingepackte Geschenk. Das packen wir jetzt gemeinsam aus. Ich weiß wahrscheinlich schon, was da drin ist, aber trotzdem können wir es gerne gemeinsam auspacken. Und zwar wollte Katrin der Malia ihre erste Bibel schenken. Und zwar ist das die große Bibel für Kinder. Und da kann man dann immer draus vorlesen. Und die hat hauptsächlich Bilder. Also richtig, richtig schön. Finde ich richtig toll. Und ja, Preis kann man hier hinten vielleicht noch machen. Da wird sich bestimmt Malia freuen, wenn da die Patentante mal daraus vorliest. Übrigens ist Katrin Patentante geworden und Bella, das ist eine Freundin von mir, die hat am selben Tag Geburtstag wie Malia. Das fand ich sehr, sehr süß. Die fragt auch immer nach, wie es Malia geht. Und ich fand es irgendwie schön, dass sie da noch eine Tante hat, die nicht zur Familie gehört, sondern ja, eine Freundin ist. Und sie trotzdem so aufwächst, als wäre es ihre Tante, ihre Patentante. Fand ich sehr schön. Dann hat Malia tatsächlich auch etwas von unserem Nachbarn bekommen. Richtig schön. Also hier im Haus wohnt noch ein Pärchen. Da ist die Tochter 2 Monate jünger als Malia tatsächlich. Die wohnen genau unter uns. Und die haben uns auch was richtig Tolles hochgebracht. Einmal Wünsche für dein Leben. Richtig süß auch ein Buch. Malia von Jessie und Tobias. Und ja, ist auch ein richtig schönes Buch. Möge dein Weg sich weit vor dir öffnen, dass du ihm wie auf Vogelschwingen so leicht folgen kannst. Also ich glaube, das sind einfach so Wünsche fürs Leben. Möge jeder Morgen neu von Liebe erfüllt sein und Sonnenschein deinem Gesicht Glanz und Wärme geben. Richtig schön. Dann noch eine richtig schöne Karte und ein Kettchen, wo Malia draufsteht. Richtig toll. Und dann noch ein Snack. Sehr gefreut. Und auch von meiner Schulfreundin, die stand vor der Kirche. Ich habe da gar nicht mehr damit gerechnet. Musste ein paar Tränen verdrücken. Ein Hase, ein Steifhase. Richtig süß. Und auch hier weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe. Und dann steht hier auch drinne zur Erinnerung an deine Taufe. Und da war auch natürlich noch ein Brief dabei. Von Dennis, seiner Familie, haben wir auch was Großes bekommen. Und zwar, das packe ich jetzt einmal aus. Ein bisschen Socken, kann man immer brauchen. Dann eine Toni-Figur. Und zwar ist das hier Kinderlieder zur Sprachförderung. Ja, Bakabu, beste Freunde.
Das ist hier und richtig toll, das ist ein Toni-Regal. Malias Toni-Regal, das werden wir heute oder morgen aufhängen. Das ist ein Regenbogen und da kommen jetzt alle Tonis drauf. Und Malia hat schon einige Tonis tatsächlich. Soviel ich weiß, ist das von Etsy. Und dann war hier noch, der wohlfühlende Duft der Zirbe wirkt sich positiv auf das Allgemeinbefinden aus. Aha. Aha, aha, aha. Und da kommt dann die Toni-Box drauf mit Ladestation. Ja. Das ist alles dabei. Ja, das ist der Handmade-Shop. Ja. Darüber freue ich mich sehr. Das werden wir gleich an die Wand anbringen. Ich weiß nur nicht wo. Von meiner Cousine habe ich eine Erinnerungsbox bekommen. Und die war auch gefüllt mit tollen Sachen. Das ist übrigens noch Malias Kranz. Das waren übrigens auch die Kekse, die wir zur Taufe hatten. Das ist von der Keksfabrik. Die sind wunderschön. Da kann man personalisierte Kekse anfertigen lassen. Fand ich total süß, auch als Gastgeschenk. Ja. Und der große Keks, der ist wunderschön. Da steht auch alles drauf. Malias Taufe und Co. Jetzt hat es geklingelt. Ja, auf jeden Fall gab es da auch einige Snacks. Kann ich gleich einsortieren. Und hier ein Kindergebetebuch. Richtig schön. Also auch richtig toll. Noch ein Auto, noch ein Becher und auch eine Toni. Und das ist der Sternemann. Sternmann. Der Sternmann. Malia, ich glaube, das ist von Dennis, seiner Cousine. Ja. Und Familie, richtig schön. Schaut euch mal diese Karte an. Wow. Richtig toll. Ich probiere mal so einen Keks. Eigentlich ist es schade. Ist das eine neue, Toni? Ist das eine neue? Zwei Stück. Guck mal. Hallo, Tandi. Was geht? Wie geht's? Shooten. Katja, dein Outfit ist richtig cool. Der Mandel ist richtig cool. Ja, der Mandel ist von Taifun. Richtig schön. Richtig schön. Die Qualität ist halt auch mega. Ja, Malia ist auf meinem Arm, die lässt sich heute nicht abgeben. Komm, Katrin, nimm sie mal nochmal. Ich zeig's. Komm, Malia, Schatz. Ich will nicht zu. Wir sind wieder zurück und ich würde gerne ihr Toni-Regal kurz anbringen. Und zwar haben wir jetzt uns für dieses Eck hier entschieden. Die Kisten hier, die kommen weg. Und dann kann sie hier sich auf die Erinnerungskiste draufsetzen und das Regal kommt quasi drüber über die Steckdose. Man braucht ja auch eine Steckdose, damit die Toni lädt. Und das mache ich jetzt. Geht ganz einfach mit so einer Bohrschablone. Traurig fliegt der Sternenmann davon. Wir waren gestern noch erfolgreich Bilder machen und heute haben wir uns dafür entschieden, spontan alle zusammen in den Bildpark zu gehen. Wir haben heute Morgen uns Mails und alles gemacht und ja, das wäre das schön. Und das wollen wir jetzt ausnutzen. Malia ist halt nicht so gut drauf. Katrin kommt mit, Dennis und Milo kommen mit. Los geht's. Hast du das Geld? So, wir sind jetzt zusammen am Wildpark. Da ist die Malia, unser Eisbär. Und ist ein Blatt? Ja. Ist das Blatt? Das kann man nicht essen. Das gehört ja in die Natur. Stimmt? Ja. Ich überlege gerade, ob das zu kalt ist. Eigentlich nicht, oder? Und da hinten ist der Wildpark bei uns. Milo, komm mal her. Wo ist denn dein Freund? Oh, der ist schon ganz lieb. Ganz lieb. Er ist Weible wahrscheinlich. Milo, lieb sein. Kussi. Kussi. Die Männer haben die Riesenhörner, Schatz. Ah. Wir sind jetzt alle zusammen im Wildpark. Wir haben auch Hallo. Futter gekauft. Malia sieht das erste Mal wilde Tiere. Die sind so wild. Heißt doch Wildpark.
Ja, Ziegen und so. Ey, der Kletterpark ist erweitert worden. Mit was? Wo kannst du da oben klettern? Nee, das war schon immer so. Nein, hier doch nicht. Katrin und ich haben gerade gesagt, hier waren wir früher mal als Kinder. Haben hier gespielt. Schatz, warst du hier auch als Kind? Dennis? Warst du hier auch als Kind? Wie oft? Wie oft? So oft. Und ich habe gerade vorhin gesagt, für mich kam der Spielplatz immer riesig vor. Und jetzt finde ich ihn gerade gar nicht mehr riesig. Komm, Lini. Auch vor allem diese, was darüber geht, weißt du, dieses Seil. Also da kann man hier, ich glaube, ihr seht es hier, sich so rüberseilen. Das kam mir so groß vor. Und jetzt, wenn man das so sieht, sieht es gar nicht groß aus. Auf jeden Fall ist es heute richtig kalt. Und Malia möchte gerade nicht im Wagen sitzen und ich ärgere mich, dass ich keine Trage mit habe. Ja. Ja. Dennis erklärt gerade Malia, dass ich hier ihren Schnulli bald abgeben muss. Ja, sie will, gerne ja, sie will alle mitnehmen. So, ich vlogge heute einfach weiter. Schaut mal, wer da wach geworden ist. Die kleine Malia. Hast du gut geschlafen? Ich habe sie einfach nach dem Spazierengehen hier abgelegt. Und in voller Montur. Die Socken hat sie sich selber ausgezogen. Auf jeden Fall waren wir eine richtig schön große Runde spazieren zusammen. Und dann hat die Malia noch so lange geschlafen. Wie lange hast denn du geschlafen, mein Schatzi? Das sowas ist so typisch von mir. Einfach so typisch. Malia, warte mal, da gehen wir nicht rein. Ich habe keine Ahnung, ich habe das hier oben hingestellt und ist einfach runtergefallen. Naja, ich räume jetzt mal auf. Katrin ist da und sie schneidet gerade Birne. Und Malia Big Pong Birne, hier. Ja. Hey, weißt du, wann haben wir den Schäler? Weiß nicht. Habt ihr noch nie gesehen? Echt? Ja. Und sie war heute im Fitness. Ja. Läuft bei dir. Team Strong. Team Strong. Motivated. Milo will auch Birne. Milo, möchtest du auch Birne? Ja, bekommst du auch. Der Teig ist aufgegangen. Katrin spielt mit Malia im Kinderzimmer und jetzt kann ich den rausnehmen und ja, mit drei Teile teilen und flechten. Ich habe meinen Zopf fertig geflochten und der kommt jetzt im Backofen. So. So, Malia ist alleine mit ihrem Löffel. Und zwar gibt es bei uns heute Quinoa-Salat mit Aubergine, eingelegten Honig. Und weil die eingelegt in Honig ist, bekommt Malia keine. Und Katrin holt uns jetzt eine Cola, oder? Ja. Aus dem Auto. Ja. Los geht's, du Sportliche. Ja. So sieht der Hefezopf nun aus. Ich gebe der Katrin ein Stück mit. Und wir essen jetzt auch jeweils ein Stückchen. Und Malia kriegt auch ein Stück, da ist nämlich kein Zucker drin. Und die oberen Zucker Hagelkörner mache ich dann weg. So, der Dennis ist zu Hause. Guten Tag. Hi. Wie schmeckt's? Hello Fresh. Lecker. Wirklich sehr gut. Sehr gut. Genau. Also auch die Kombi irgendwie passt voll mit gut. Aubergine, finde ich auch. Feta, mega. Lass dir schmecken. Wir gehen gleich spazieren. Milo möchte nämlich Gassi gehen. Und Malia ist auch wängerlich. Okay. Wir gehen jetzt einkaufen. Eigentlich hauptsächlich für Malia. Und Malia sieht so süß aus. Guck mal, meine süße Maus. Ja, die sind gut. Dennis ist schon hier am Eskalieren. Also ich finde, für Kinder gibt es ja hier bei der M echt eine übelst krasse Auswahl. Wie süß sie da drin sitzt. Karottenflips? Ja, die haben wir auch immer. Also wir hatten doch einen größeren Einkauf. Schatz, das hast du noch vergessen? Das passt nicht rein. Passt nicht mehr rein, oder was? Und Wolwig. Wir haben ordentlich was mitgenommen. Wir sind zurück vom Einkaufen und jetzt ist Abendbrei. Wir haben tatsächlich schon 21 Uhr. Gell, Schatz? Oh, schon 21 Uhr, du musst eigentlich schon schlafen, Schlawini. Du musst eigentlich schon schlafen, Schatz. Ich räume jetzt unseren Einkauf aus
und bereite auch schon unser Abendessen zu. Und zwar gibt es das ganz schnelles Linsen aus der Dose mit Nudeln und Würstchen. Ja, so einfach und so lecker. Ich mache jetzt da noch Maggi drauf. Dann ist es so ein richtig, richtig typisches Partygericht. Die Linsen kann man natürlich auch selber kochen und selber würzen, aber das ist jetzt wie gesagt aus der Dose. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. 22:16 Uhr und wir gehen eine Runde laufen. Malia ist immer noch wach. Also, wir gucken jetzt einen Film an. Ich weiß nicht, ob ich den angucken will, weil Dennis hat ihn ja ausgewählt. Ich will doch gar nichts. Nicht babbeln. Du, was nicht babbeln? Nichts, gib mal her. Zurück, ich habe nichts verstanden. Das war heute ein langer Vlog. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Und wenn er euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.